Es war ein Krieg natürlich Russlands gegen die Türkei mit Verbündeten. Ja, aber was geht Russland die Krim an? Gehört zur Ukraine, ne? Nach 1945. Das heißt, ich will damit sagen, dass die Krim plötzlich entdeckt hat, wir sind doch eigentlich ein Teil Russlands, ist nicht so absurd, wie Politiker etwa in der EU, die sich gedacht haben und wohl noch denken. Und dass die Russen in der Ostukraine zu Russland tendieren, kann man ihnen an sich auch nicht verübeln, denn wozu sollen die abgetrennt sein? Es gibt einen zweiten Fall, der ja eigentlich in der Staatenwelt so hingenommen wird, das ist Moldawien. Moldawien war lange Zeit ein Teil Rumäniens, weil die Leute dort eben Rumänen sind. Und ich habe mich mal erkundigt bei so einer Konferenz bei den rumänischen Kollegen. Ich habe gesagt, ist das eigentlich mit den Kollegen aus Moldawien? Wie seht ihr das? Ach, das sind genauso Rumänen wie wir. Aber es ist eben so, dass die in zwei Staaten. Aber auch im Westen, und da brauche ich nur zwei Namen nennen, haben die Nationalitäten ihr Eigenleben entdeckt. Der eine Name ist Schottland, der zweite Name ist Belgien, wo mir mal jemand gesagt hat, wissen Sie, in Belgien haben wir nur zwei Dinge gemeinsam. Das ist der König und die Währung. Sonst sind wir ja zumindest zwei Staaten, nicht? Also Wallonien und Flandern. Worauf ich dann mal gesagt habe, das stimmt nicht, jetzt noch etwas gemeinsam, die Briefmarken. Ach ja, die Briefmarken, ja. Und es ist schon interessant, dass doch immer wieder der Staat in den Vordergrund tritt. Egal jetzt in welcher Konfiguration, aber Staat vor Staatengemeinschaft. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo gelesen oder gehört zu haben, was ich aber gerne zurücknehme, denn ich bin kein begeisterter Zeitungsleser und Fernseher. Ich habe aber nirgendwo gehört, gelesen, dass alle Flüchtlinge in die EU wollen. Nicht? Wir sind alles EU-Flüchtlinge. Wir verlassen Syrien, wir wollen endlich in die EU. Nein, nein, die wollen, wie Sie wissen, nach Deutschland oder Österreich. Bevorzugt. Sie wollen also in bestimmte Staaten. Also die EU, das ist ihnen vielleicht ein bisschen zu nebulos. Sie ist mir insofern sehr nützlich, weil mit den Außengrenzen und so weiter, das kann man ihnen nicht erklären. Und die EU kennzeichnet ja eigentlich permanent ein mehr oder weniger starker Staatenegoismus. Wenn es darauf ankommt, dann entdecken die Franzosen sehr wohl, dass sie die Grande Nation sind. Und so weiter, und dass die Engländer, die Briten, auf einer Insel sitzen, nicht? Und zum Glück, da ist der Kanal dazwischen, da ist es nicht so einfach, wie von Silbenstraße und Graz zu gehen, auf der Autobahn, was eigentlich in Österreich untersagt wäre. Und die ganze Solidarität, wo ist die jetzt plötzlich? Nicht? Ein Regierungschef, das Wort ist jetzt ungeschlechtlich gebraucht worden von mir, lädt die Leute ein, in der Hoffnung, die anderen, die werden uns ja die abnehmen. Ja, was machen die anderen? Die sagen, sie haben sie eingeladen, behalten sie die aber. Also da sieht man plötzlich, wie doch der Staat ganz massiv in den Vordergrund tritt, obwohl er auf der anderen Seite wieder nachgibt. Ich wollte mal organisieren, also ich meine das jetzt nicht ernst, aber ich habe mir gedacht, man sollte organisieren, schon mit relativ vielen Leuten, einen Spaziergang auf der Autobahn von St. Michael nach Selbsttal. Ne? Also mich hätte interessiert, wie viel Strafe da gezahlt hätten. Oder ich komme ohne Ausweis über die Grenze. Und sagt, nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, einen Ausweis gehabt. Ich habe ihn nicht weggeworfen, nicht vorher. Also es steht in vielen Innern bei uns, der Rechtsstaat, ich sage das jetzt einmal sehr, sehr, sehr milde, zur Disposition. Es gibt
gibt, wie Sie wissen, dieses Diktum, der Krieg ist eine viel zu ernste Sache, um sie den Generälen zu überlassen. Ich hatte sehr oft eine Parallelformulierung sich da aufgedrängt. Nämlich, die Politik ist eigentlich eine viel zu ernste Sache, um sie den Politikern zu überlassen. Und tatsächlich muss man wohl sagen, dass die Sensibilität der Politiker für das, was das Volk will, in manchen Fällen sehr unterbelichtet ist. Man muss sich zum Beispiel Folgendes vorstellen. Es gab doch diese Bundesheer-Volksbefragung, nicht allgemeine Wehrpflicht, ja oder nein. Ich gebe das offen zu, ich bin kein großer Anhänger der direkten Demokratie. Aber wozu eigentlich? Eigentlich müssten unsere Volksvertreter selber wissen, was das Volk will. Sie wissen das, nicht? Die Abgeordneten fahren doch täglich durch ihren Wahlkreis. Sie sehen ihn doch täglich. Er fragt sie doch täglich, was wollen sie? Wollen sie also allgemeine Wehrpflicht oder Berufswehr? Erinnern Sie sich noch? Sie sind doch das wohl täglich gefragt worden, nicht? Nein? Haben Sie verpasst? Ja, bin auch nie gefragt worden, nicht? Das hat dann plötzlich der Appell ans Volk. Aber eigentlich wäre es die Aufgabe der Volksvertreter, das nahezu alles selbst zu wissen. Dazu werden sie, ich sage das ja schonungslos, auch bezahlt. Und gar nicht schlecht. Irgendwo ist da ein Defizit. Das bei den politischen Parteien eindeutig gibt. Es gibt ein Parteiengesetz aus dem Jahr 1975, glaube ich, das dem bundesdeutschen Parteigesetz nachempfunden ist. Die ersten zwei, drei Paragraphen sind nahezu identisch. Das bundesdeutsche Parteigesetz ist älter. Erinnern Sie sich an Ihre Schulzeit, wie das dann so ist, wer dann von wem abgeschrieben hat. Aber es gibt einen Riesenunterschied. Dort, wo das bundesdeutsche Parteigesetz viele Paragraphen hat über die demokratische Struktur von Parteien, und wo von den Rechten der Parteimitgliedern die Rede ist, gibt es in unserem Parteigesetz nur Regeln über die Parteienfinanzierung. Vom Rechten der Mitglieder sind in unserem Parteigesetz überhaupt keine Rede. Ich bin beim Schluss. Volkswille und Staatswillkür. In der Ersten Republik gab es verschiedene, dann zum Teil auch funktionierende Anläufe zu Verfassungsänderungen. Und zwar deswegen, weil man in der Ersten Republik unzufrieden war mit der Parteienherrschaft. Das war sehr allgemein dann die Meinung, dass die Parteien im Parlament, im Nationalrat, eigentlich nicht so ganz dem Volkswillen widerspiegeln. Man müsste da was, ein Korrektiv einbauen. Das war also, man war damals etwas naiv, das muss ich zugeben, nicht? Ein starkes Gegengewicht gegen das Parlament in einem parteiunabhängigen Bundespräsidenten. Also, ist kein Nein. Nicht? Und da ist aber schon ein bisschen was Wahres dran, nicht? Diese Mediatisierung. Denn überlegen Sie mal, wie Sie für sich den Volkswillen für Ihre Person artikulieren können. Überlegen Sie mal, was können Sie machen? Sie können einen Stichzettel abgeben. Aber was können Sie nachher machen? Nichts. Sie haben keinen Einfluss auf Regierungsbildung, auf Koalitionen. Das ist alles in den Bereich der politischen Parteien verschoben. Und auf das haben Sie einen Einfluss, mit dem man sich dann tröstet. Sie könnten bei der nächsten Wahl irgendwie einen Antrag wählen. Das ist dann so, kommt drauf an, in 4, 5 Jahren der Fall. Und dann kommt dasselbe Spiel von vorne. Mit dieser Vertröstung, Sie können 4, 5 Jahre wieder miteinander leben. Ne? Aber der Volkswille ist im Prinzip massiv reduziert. Ich will Ihnen da jetzt keinen mehr oder weniger politologischen Vortrag halten, sondern nur damit schließen,
dass man sich das 1918, 19, bei dem Verfassungsfest zum Beispiel, oder am Anfang zumindest, bevor es noch die Toten gab, doch anders vorgestellt hat. Ne? Anders vorgestellt hat. Und ich würde mir wünschen, dass die Politiker, ich sage bewusst jetzt nicht unsere, weil wir hier keinen weiblichen Bundeskanzler haben, also die Politiker überhaupt sind größeres Sensoren und hätten viel sensibler sind für das, was eigentlich das Volk sich unter Umständen wünschen könnte. Dankeschön.